hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Ja, was ich interessant finde auch, ist, vielleicht muss es einen Perspektivwechsel geben. Wir fordern vielleicht zu viel von den Unternehmen, weil wir merken ja, wenn die Nachfrage eine andere ist oder sich verändert, vielleicht auch durch Generationen, dann verändert sich natürlich auch das Angebot, weil eher eine Reaktion stattfindet als ein proaktives Vorangehen. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, nach dem bisherigen System, in dem wir leben, ist es ja ganz wichtig, dass wir Verbraucher haben. Ja, deswegen gibt es ja auch einen Verbraucherschutz, also Menschen, die was verbrauchen, die was konsumieren. Jetzt stelle ich mir vor, was wäre, wenn die Menschen auf einmal nicht mehr Verbraucher sind, sondern Auffüller. Also wenn mein Haus, was ich gerade baue, wenn ich nicht mehr Energie verbrauche, sondern Energie erzeuge, also eine positive CO2-Bilanz zum Beispiel habe, ja, dann müsste sich doch auch das Angebot der Unternehmen verändern. Ja? Also ich habe zum Beispiel jetzt aktuelles Auto, glaube ich, Mercedes war es oder sowas. Die bauen dir alles ins Auto rein, ja, und richten ihr Produkt dann viel adaptiver aus. Das heißt, du hast die volle Leistung deiner Scheinwerfer, aber du hast halt nicht so viel Geld investiert in den Kauf des Fahrzeuges, aber du kannst es dir zu einem späteren Zeitpunkt diese LEDs da freischalten lassen. Ja? Also du machst ein Upgrade einfach, obwohl das Auto das von Haus aus mitbringt. Wie glaubst du, wäre, wenn wir mal die andere Seite sehen, jetzt sehen wir, die Unternehmer kriegen es nicht auf die Kette, mal böse gesagt, oder nicht schnell genug auch, Geschwindigkeit ist ja auch ein Riesenfaktor. Was passiert, wenn wir eine völlig neue, Anführungsstrichen, Verbraucherkultur in Deutschland bekämen durch Generationen, die eben sagen, ich brauche kein Auto mehr, bring mich einfach von A nach B? Ja, was passiert ist einfach, dass jemand anderes das Geschäft macht. Also ich sag mal so, also ich, das ist immer so eine, also das, ich, du sprichst jetzt hier was an, was auch in der Wissenschaft, also wo ich herkomme, sozusagen ein kleiner Streit ist, aber so ein kontinuierlicher, dauerhafter Streit zwischen der Marktforschung und der Zukunftsforschung. Weil die Marktforschung basiert sozusagen darauf, also die fragt da draußen 20.000 Menschen sozusagen, ja, und dann gibt es das Ergebnis den Unternehmen, und die Unternehmen sagen, oh, die Verbraucher, also die Konsumenten, die wollen das und das und das, und dann machen wir das und das und das. Die Zukunftsforschung sagt, das könnt ihr alles machen für die Gegenwart, also für das Hier und Jetzt gibt es da auch ordentliche Antworten, also die Menschen da draußen, die sagen dir auch das, was sie heute wollen. Aber für jede Frage, die Zukunft betrifft, kriegst du darauf keine, also kriegst du dort zwar Antworten, die sind aber alle falsch. Also kurz gesagt, du kannst da draußen jetzt, ich nehme mal dein Beispiel mit den Autos, du kannst da draußen jetzt 20.000 Menschen fragen, wie in 10 Jahren Autos aussehen sollen oder werden. Da kriegst du auch 20.000 Antworten, die sind aber alle falsch. Mhm. Weil diese Menschen, diese 20.000 Menschen, die du gefragt hast, ist einfach nicht bestimmen. Ja. Deshalb fragt Zukunftsforschung nicht diese 20.000 Menschen, wir fragen keinen einzigen Verbraucher oder Konsumenten, sondern wir fragen die Strategiechefs und die Innovations- und die Technologiechefs der großen marktprägenden Unternehmen. Und wir machen für so eine Studie eben nicht 20.000 Interviews, sondern nur 20. Und das reicht, weil wenn du verstehst, was die 20 wesentlichen, wichtigsten Treiber sozusagen, Trendtreiber in der Welt in den nächsten 10 Jahren in die Welt treiben, also in die Märkte pushen, dann verstehst du auch, dann kriegst du ein Zukunftsbild sozusagen dessen, wie Verbraucher oder dann eben nicht mehr Verbraucher sich verhalten werden. Also und das führt im Augenblick, also sozusagen der, was ich damit sagen will, ist, der die treibenden Kräfte für Veränderungen sind ganz oft eben nicht die Menschen, sondern sind die Unternehmen.
Zurück zu deinem Beispiel. Es ist ein klar, ganz klarer Trend aus meiner Sicht, dass Menschen, also dass wir alle sozusagen von Verbrauchern, wie du sagst, zu Auffüllern werden. Ja, also dass wir Adaptive, ja, das werden wir, aber wir werden das nicht, weil wir das jetzt unbedingt wollen, weil wir das irgendwie gewählt haben und sagen, oh, ich möchte jetzt unbedingt irgendwie zum Auffüller werden. Nein, wir machen das, weil wir das Angebot bekommen von Unternehmen und sobald wir dieses Angebot haben, stellen wir fest, oh, das ist irgendwie besser für uns. Das ist irgendwie, also entweder ist es bequemer oder ist es schneller oder ist es billiger, es ist irgendwie besser. Und plötzlich machen wir das so. Und jetzt zu deiner Frage, was passiert, wenn die deutschen Unternehmen das nicht anbieten? Naja, dann bieten es halt die anderen Unternehmen an, die eben nicht aus Deutschland kommen. Ja, und wir werden trotzdem es nutzen. Ja, das ist doch die ganz banale und simple Logik, warum wir alle irgendwie Google benutzen, warum die allermeisten von uns irgendwie Facebook benutzen und Amazon und so weiter und so fort. Weil es halt irgendwie besser ist. Also, und dafür versuche ich immer zu werben oder für den Gedanken zu werben, ja, dass Zukunft nicht entsteht. Die Zukunft entsteht niemals zufällig. Sie kommt nicht vom Himmel, sie ist nicht von Gott bestimmt oder irgendwelchen Gurus oder so, sondern sie wird getrieben durch Interessenten, also durch Interessengruppen. Oft Unternehmen, die sagen, Mensch, ich habe hier irgendwas, was das Leben auf der Welt besser macht und was mich mehr verdienen lässt und deshalb treibe ich das jetzt in die Welt. Und wenn das dazu führt, dass eben das Produkt einfach irgendwie günstiger wird und eben nichts mehr kostet oder auch effektiver wird, was auch immer irgendwie, dann werden Menschen das benutzen. Und ob das Unternehmen jetzt aus Deutschland kommt oder aus Silicon Valley oder aus China, ist den meisten völlig egal. Ja, genau. Ja, Wahnsinn. Also, ich gucke schon ein bisschen auf die Zeit, will deine Zeit auch schonen, habe noch so eine kurze Personal Insights-Runde mit dir vor, bevor ich zu deiner Überraschung komme. Vielleicht die erste Frage, es geht wirklich darum, ganz kurze Antworten zu geben. Gibt es derzeit ein Projekt, an dem du gerade arbeitest, wo du sagst, das ist so ein richtiges Passion-Project? Ja, und dieses Projekt ist, ich fasse das ganz kurz, seit 20 Jahren mache ich mit meinem Institut sozusagen diese Zukunftsforschung und diese Zukunftsstrategieentwicklung für Unternehmen. Und da gibt es wissenschaftliche Methoden und wir machen das sehr erfolgreich und diese Unternehmen, für die wir arbeiten, verdienen damit sehr, sehr viel Geld und haben bessere Produkte und so weiter und so fort. Alles schön. Und mein Passion-Projekt im Prinzip seit etwa einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr ungefähr, ist, dass ich festgestellt habe oder dass ich beweisen will, dass man genau diese wissenschaftlichen Methoden, nämlich seine eigene Zukunft sozusagen also das Umfeld zu erkennen, sich seine Idealpositionierung zu machen und dann den Weg dahin, also die Strategie dahin zu machen, um diese Zukunft, diese bestmögliche Zukunft auch zu erreichen, dass das auch für Einzelpersonen geht. Das heißt, ich habe ein Unternehmen, neben meinem Institut habe ich ein Unternehmen gegründet, das heißt Future Me, was sich zur Aufgabe gemacht hat, auf wissenschaftlicher Weise, nicht diese ganze Esoterik und Chakra-Zeug, ja, und sowas, was so andere Coaches machen, sondern auf wissenschaftliche Art und Weise den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre bestmögliche Zukunft zu entdecken. Ich glaube, das gehört eigentlich in die normale Schule. Es müsste in der Schule das Fach Zukunft geben, wo man genau dieses Handwerkszeug lernt. Dort ist es nun mal nicht. Also habe ich mir gesagt, Mensch, wer sonst als Zukunftsforscher sollte es eigentlich in die Welt bringen? Ja, sehr cool. Wir packen das natürlich mit in die Shownotes. Die zweite Frage, was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeinen besonderen Spleen, eine Eigenart, die keiner kennt, die du jetzt hier in unserem Podcast veröffentlichen möchtest? Eine kurze Unterbrechung, denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst. Ihr habt mir in den letzten Monaten zahlreiche Nachrichten geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr habt mich gefragt, wann ich das Digital Leadership Mentoring für Unternehmer und Unternehmerinnen wieder auflege. Und deshalb freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass wir ab sofort wieder durchstarten können. Wenn du also Lust hast und daran interessiert bist, ein skalierbares und profitables digitales Business aufzubauen oder du dein Unternehmen für die Digitalisierung fit machen möchtest, dann besuche uns im Netz auf www.genius-alliance.com oder folge dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und nun die schlechte Nachricht. Das Zeitfenster für das Digital Leadership Mentoring wird sich bald wieder schließen. Da ich noch in andere digitale Projekte involviert bin, kann ich nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern im Unternehmer-Mentoring begleiten. Es wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt für dich, den Podcast an dieser Stelle kurz zu unterbrechen und ein kostenfreies Vorgespräch zu buchen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Das ist eine gute Frage.
Was würde die Leute überraschen? Ich meine, ich habe schon viel über mich erzählt. Was die meisten Leute ehrlicherweise überrascht, ist, dass ich rede immer über Zukunft und über Metropolen und Silicon Valley und China und Shenzhen und so und immer alles schnell und dynamisch und so weiter. Die meisten Leute überrascht, dass ich in einem kleinen Dorf wohne. Am letzten Rand des Dorfes, also sozusagen hinterm Haus, beginnt erst eine kleine Wiese, dann ein Feld und dahinter der Wald, den man sieht sozusagen. Und dass ich meine Freizeit am liebsten tatsächlich in Ruhe verbringe. Ja, Und die verstehe. meistgenutzte, übrigens, was noch dazu gehört, die meistgenutzte Funktion an meinem Handy ist die Lautlosfunktion. Ja, also ich sehr, sehr bewusst trenne ich das hektische, dynamische Zukunftsleben von Phasen in meinem Leben, wo sehr gern überhaupt nichts passieren darf. Ja, wo Stille ist, wo ich zu mir komme und meine Kinder und meine Familie genieße. Das erwarten die meisten anders bei mir. Ja, du hast drei Kinder, glaube ich, ne? Ich habe drei Kinder, die sind noch relativ jung, tatsächlich irgendwie Grundschule und Kita-Alter. Und natürlich, und wenn du Kinder hast, die irgendwie so zwischen 10 und 5 Jahre alt sind, oder zwischen 5 und 10 Jahre alt sind, und dir mal überlegst, was das eigentlich heißt, ja, die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die über 100 Jahre alt werden. Das heißt, die leben bis zum Jahr 2115 oder 20, ja. Wenn du überlegst, was in dieser Zeit alles passieren wird, was die alles noch erleben werden, ja, die werden definitiv nicht auf der Erde, nicht nur auf der Erde bleiben. Die werden definitiv in so eine Rakete steigen und irgendwie ins All fliegen können und viele andere Dinge. Ich habe auch an anderer Stelle schon mal gesagt, vielleicht ist das die Generation unsterblich, die also wählen kann nach 100 Jahren, ob sie sozusagen ganz lange weiterleben will oder ob sie wirklich sterben will oder ob sie digital weiterleben will. Also möglicherweise lebt der erste unsterbliche Mensch tatsächlich schon heute auf der Erde und möglicherweise sogar bei mir zu Hause. Das ist echt verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ja, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja vielleicht sogar Organe oder Bestandteile unseres Körpers ausdrucken können. Ja. Oder Ja, wie das wir das dauert auch immer keine dann 100 nennen. Jahre. Ja. Ja, In unseren absolut. Studien ist genau diese Technologie, also Ersatzteilorgane, da dauert es noch 15 Jahre bis zum Massenmarkt, so nach Ja. unserer heutigen Einschätzung. Weil es wird ja schon gemacht, es ist nur noch nicht so billig und noch nicht so, also die Technologie ist noch nicht so ganz reif für den Massenmarkt, aber wie gesagt, 15 Jahre, dann ist es so, dass eine Krankenkasse das zahlen kann. Ja, Wahnsinn. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Ja, ich kann dir sagen, wofür ich quasi fast jede Nacht aufstehe, nämlich für meine Kinder. Also, das ist überhaupt keine Frage. Ansonsten gibt es ehrlicherweise wenig, für was ich mitten in der Nacht aufstehen würde. Möglicherweise für sowas wirklich Großes. Also, wenn sozusagen etwas anstünde wie, weiß nicht, die. So was wie die Mondlandung, also natürlich jetzt nicht nochmal die Mondlandung, sondern dann irgendwie die Marslandung oder sowas. Das würde ich mir im Fernsehen anschauen, auf jeden Fall. Ja. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Oh, das ist eine gute Frage. Ehrlicherweise habe ich sie das nie gefragt, weil dazu kam es nicht. Vorher war ich schon lange entschieden. Aber vielleicht eine kleine Anekdote, die da eng damit zusammenhängt. Ich komme ja aus so einer ungarisch-ostdeutschen Familie. Also mein Vater ist Ungar, ich bin auch in Budapest aufgewachsen, die ersten Jahre meines Lebens, die ersten 6 Jahre, und dann sind wir nach Ostdeutschland übergesiedelt. Und ich habe dann noch 10 Jahre sozusagen im Osten gelebt, bis dann die Mauer gefallen ist. Also da war ich 16. Und in dieser Zeit, also so zwischen 14 und 16, war es ja im Osten so, dass aus heutiger Sicht kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass sozusagen die Ostarmee, also die nationale Volksarmee, mit ihren Abgesandten durch die Schulen lief und all die Schüler, also die männlichen, überzeugt hat oder versucht hat zu überzeugen in irgendwelchen so Brainwash-Gesprächen, sich sozusagen zu unterschreiben, dass sie irgendwie Berufsoffizier werden. Und jeder, das wusste jeder, jeder Schüler hatte so ein Gespräch vor sich. Und tatsächlich, ich hatte in diesem Gespräch, also ich hatte das natürlich auch, und ich hatte in diesem Gespräch gelost. Gelost heißt, meine Argumentation, die man sich dann normalerweise als Schüler vorher zurechtgelegt hat, ja, jeder hat sich dann eine andere zurechtgelegt, warum das nicht geht, warum ich jetzt also nicht Offizier werden könne, weil das irgendwie keiner wollte, natürlich irgendwie. Meine Argumentation war irgendwie
schon nach 5 Minuten komplett in sich zusammengefallen. Ich war einfach ein bisschen blöd. Ich hatte mich naiv, war falsch vorbereitet. Ich hatte gesagt, Mensch, ich bin hier so also ich war auch wirklich gut in Mathe und Physik und so weiter. Ich will was mit Computern machen. Und immer, ich kann mein Potenzial am besten, wenn ich was mit Computern mache. Und dann stellte dieser Idiot da mir die Frage, die rhetorische Frage, Sven, was glaubst du denn, an welcher Stelle in diesem Land, also in der DDR damals, die besten Computer sind und die besten Computerexperten? Die sind bei der Nationalen Volksarmee. Und plötzlich war meine komplette Argumentation zusammengebrochen. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich war da wirklich unter Psychodruck, habe ich sozusagen dieses Formular unterschrieben und hatte mich für 25 Jahre zur Armee verpflichtet damit, mit dieser einen Unterschrift. Wow. Das hat jetzt mit meinen Eltern nichts zu tun, sondern mit meiner eigenen Blödheit. Auch wissen, dass das Militär bessere Technologie hat. Ja, ja, genau. Ja. Also kurz gesagt, es kam die Wende und da war ich 16 und damit wurde diese Unterschrift hinfällig und das war, also für mich ging eine neue Welt auf. Nicht nur, weil generell eine neue Welt aufging, sondern weil in meinem ganz persönlichen Leben sozusagen mir 25 Jahre erspart geblieben sind, die ganz schlecht gewesen wären für mich. Ja. Und für uns alle auch, also das kommt ja noch dazu. Ja, klar. Ja, welches klar. Buch kannst du uns empfehlen? Welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert? Also drei Sachen ganz kurz, wirklich ganz kurz. Erstens, ich liebe es, Biografien zu lesen, weil aus Biografien lerne ich am meisten. Weil es in der wenn du wissen willst, wie die Zukunft wird, wonach sich Zukunft entscheidet, wie Entscheidungen getroffen werden, musst du verstehen, wie Menschen, die Macht haben, die Ressourcen haben, dass andere ihnen folgen, wie die ticken. Und das kriegst du am besten in Biografien heraus. Zweitens, ich kann alle die Bücher empfehlen, die entweder aus China oder aus Silicon Valley, so diese Technologiebücher, was weiß ich, von The Lean Startup, Crossing the Chasm und all das Zeug, was klar macht, wie im Augenblick neue Technologie entsteht. Aber die wirkliche Empfehlung ist ein kleines, fast unscheinbares Büchlein. Das heißt How Will You Measure Your Life? Dieses Buch ist von Clayton Christensen. Clayton Christensen kennen wahrscheinlich viele. Das ist so der Godfather des Innovation Managements. Also jeder, der sich mit Innovation in Unternehmen beschäftigt, der kennt den. Harvard Professor irgendwie am MIT, Harvard und so weiter und so fort, hat sozusagen die Standardliteratur für Innovatoren in Unternehmen, in großen und in kleinen geschrieben, hat das Wort Innovator's Dilemma erfunden, hat also beschrieben, warum es notwendig und völlig logisch ist, dass große Unternehmen gegen Startups verlieren und so weiter und so fort. Also wirklich ein großer Geist, inzwischen leider gestorben. Und nicht lang vor seinem Tod, ungefähr ein Jahr vor seinem Tod, hat er ein kleines, unscheinbares Büchlein rausgebracht. Das heißt How Will You Measure Your Life? Und die meisten meiner Kollegen, auch in der Zukunftsforschung und in der Strategieberater- und Innovatorenwelt, haben sich gefragt, was ist denn das? Hier geht es gar nicht um Innovation. Was macht denn jetzt der alte Mann sozusagen? Ja? Und wir haben es letztendlich auch nicht gelesen. Und ich habe das Ding gelesen und es hat mein Denken verändert. Weil der fragt sich in diesem Büchlein, wie wirst du am Ende deines Lebens bemessen? Also ganz, das ist ein Wirtschaftsprofessor, ja, also der geht um Zahlen sozusagen, ja. Wie wirst du bemessen, ob du das Beste ob sich dein Leben gelohnt hat, ob du das Beste aus deinem Leben herausgeholt hast? How will you measure your life? Und er kommt selbst zu der Aussage, dass all das, was er damals was er in seinem Leben für die Unternehmen gemacht hat und für die Innovationsstrategien der Unternehmen und wo sozusagen basierend auf seinen Theorien und seinen Strategieempfehlungen irgendwie wirklich Milliarden an Wertschöpfung passiert ist, dass all das eigentlich unwichtig ist. Dass all das eigentlich unwichtig ist, verglichen mit der Anzahl der Einzelpersonen, der Menschen, denen er zu einem besseren Leben, also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber denen er verhelfen konnte dazu, ihre Zukunft ein bisschen besser in die Hand zu nehmen, ihre Zukunft ein bisschen besser zu entwickeln. Und das hat für mich
also dieses Buch hat für mich ein riesen Umdenken bewegt und oder zu einem riesen Umdenken geführt. Und was ich vorhin gesagt habe, dass ich sozusagen ein Tochterunternehmen gegründet habe, was nur dafür da ist, Menschen zu helfen, Menschen, einzelnen Menschen, egal ob jung oder alt, egal ob arm oder reich, wirklich, also Formate zu finden, wie einzelne Menschen wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung anwenden können für sich, um für sich sich eine bessere Zukunft zu entwickeln. Das ist eigentlich der, wie soll ich sagen, für mich die Quintessenz aus diesem Buch gewesen, weil ich's tausendmal besser finde, irgendwann 10 Millionen Menschen in Deutschland geholfen zu haben, mit meiner Methode ihr Leben ein Stück weit besser zu leben, als wenn ich das mit 10.000 Unternehmen gemacht habe. Stark. Das Buch packen wir mit in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich packe noch deine Bücher mit dazu. Du bist ja auch Buchautor. Dann haben wir das nämlich auch verlinkt. Vorletzte Frage: Welche drei Interviewgäste, Sven, könntest du uns hier im Podcast empfehlen? Wen würdest du hier gerne mal hören? Wer passt gut zum Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz? Ich kann dir empfehlen, jetzt lass mich kurz nachdenken. Ich würde dir empfehlen, jemanden, der sich, also ich sage den Namen, den haben wahrscheinlich viele in Deutschland noch nicht gehört, Babak Hodiat. Babak Hodiat also lebt im Silicon Valley und hat vor einigen Jahren den ersten Hedgefonds, also einen Investmentfonds, gegründet, der komplett automatisiert war, der ausschließlich auf einer künstlichen Intelligenz basiert hat. Das heißt, der ist für mich einer der absoluten Vordenker von dem, was künstliche Intelligenz in der Zukunft wirklich kann, wirklich machen kann. Und wenn du mit dem redest, dann frage ihn solche Fragen, die wirklich weit in die Zukunft gehen. Also, wird eine künstliche Intelligenz in der Zukunft Bewusstsein bekommen? Wird sich mein Sohn irgendwann in eine künstliche Intelligenz, das ist die Frage, die ich neulich mit Babak besprochen habe, wird sich ein Mensch, also mein Sohn oder sein Sohn, er hat auch einen Sohn, wird er sich irgendwann in eine künstliche Intelligenz verlieben? Ja, also, will we fall in love with AI-Bots? Das war so meine Frage. Weil das sind tatsächlich die Fragen, die tatsächlich in die Zukunft gehen und so ein bisschen so über den Tellerrand schauen. Also, das ist der erste. Der zweite ist ein Niederländer, der aber inzwischen auch in Silicon Valley lebt. Der heißt Randall Köhne. Randall ist ein Hirnforscher und ist einer derjenigen, die gerade an dieser sogenannten BCI, also Brain-Computer-Interface, also einer Schnittstelle zwischen Computern und dem menschlichen Hirn, forschen. Und Randall geht davon aus, dass, sagen wir, bis 2040, also in den nächsten 20 Jahren, vielleicht auch noch bis 45, es quasi erledigt ist. Also, was heißt erledigt? Erledigt heißt, er sagt, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir erstens die Möglichkeit geschaffen, in einem Computer ein menschliches Hirn nachzubilden, also dein Hirn sozusagen eins zu eins abzubilden in einem Computer, plus durch diese Computer, also durch diese BCI-Schnittstelle, haben wir die Möglichkeit, das, was du in deinem Hirn hast, sozusagen zu kopieren in diesen Computer hinein. Ja, dann hast du sozusagen ein zweites Ich, wenn du willst. Das ist, und bis dahin, ich meine, das sind jetzt 20 Jahre, bis dahin gibt es ziemlich viele Zwischenstufen. In meinem Buch, in diesem Buch über das Jahr 2030, also das wäre jetzt die mittlere Zwischenstufe. In dieser Zwischenstufe drin steht drin, dass wir im Jahr 2030, dass es quasi halbwegs normal sein wird, dass wir mit verstorbenen Menschen telefonieren können. Ja, also da ist so ein Beispiel drin in diesem Buch, also im ersten Kapitel gerade, da stirbt ein Großvater, sehr alt, natürlicher Tod, aber die Enkeltochter bekommt geschenkt, dass sie weiter mit ihrem Großvater telefonieren darf. Warum? Der hat eine KI trainiert, also das klingt jetzt ein bisschen technisch, eigentlich hat er nur mit seinem Handy gesprochen, 18 Monate lang, ja, und diese KI hat eben seine Stimme angenommen, seine Stimmenmodulation, hat sein Humorlevel angenommen, hat auch sein Wissenslevel angenommen, ist also nicht allwissend, nicht Google oder so, sondern erzählt auch denselben Quatsch wie der Großvater. Ja, es ist halt wie telefonieren mit dem Großvater.
Übrigens, in Klammern gesetzt, genau für diesen Use Case hat Microsoft im Dezember 2020 letztes Jahr ein Patent bekommen, ja, also für Telefonieren mit Verstorbenen. Also kurz gesagt, es gibt ja mehrere Zwischenstufen, aber wenn du mit Randall Köhne redest, rede bitte mit ihm darüber, wann dein zweites Ich, dein digitales Ich sozusagen entsteht. Wann ich es uploaden kann. Wann das tatsächlich passiert. Und der dritte im Bunde, den ich dir empfehlen würde, ist George Wang. George, an den ist ein bisschen schwer ranzukommen, der ist Vorstand bei SenseTime. SenseTime ist ein chinesisches Unternehmen, eine der fünf Companies in China, die von der Regierung, also der Zentralregierung, beauftragt wurden, China zum Weltführer in künstlicher Intelligenz bis zum Jahr 2030 zu machen. Und SenseTime macht die ganze Geschichte mit Computer Vision. Also kurz gesagt, Erkennung, automatisierte Erkennung aus Bildern. Die erkennen Gesichter, die erkennen Objekte, die erkennen an deinem Gang sozusagen, wer du bist. Die erkennen quasi alles aus Bildern, aus Satellitenbildern, aus Kamerabildern, aus Selfies, aus was auch immer. Und natürlich in China hat das alles ein bisschen mit Überwachung zu tun. Ja, das ist alles ein bisschen so, wie soll ich sagen, so, was wir alles nicht wollen. Und wenn man mit dem redet, ich meine, der ist natürlich auch in Silicon Valley ausgebildet und so weiter, wenn man mit dem redet, der sagt einem auch klar, der sagt, Sven, du oder Norman, ich weiß, ihr Europäer, ihr wollt das alles nicht. Mit der Überwachung ist ja okay, müsst ihr auch gar nicht machen. Aber unsere Technologie, das, was wir können, wird in 5 Jahren dazu führen, dass du in dein Handy reinschaust, in diese Handykamera oder ein Selfie von dir machst und in der Sekunde sagt dir diese Kamera, du Norman, du wirst gerade krank. Und mach bitte das und das. Ja, also worüber wir vorhin gerade geredet haben. Also kurz gesagt, tatsächlich Digitaltechnologie, die wir heute für so i halten, ja, so Überwachung und dürfen wir nicht und so, wird dazu führen. Und wenn man dann weiter mit dem redet, sagt er ganz klar, es wird in der Generation unserer Kinder dazu führen, dass die viel, viel weniger krank sind, dass die viel, viel länger leben, dass unsere Kinder ein Lebensalter von 120, vielleicht sogar 150 haben. Wenn dann noch diese ganze Genetik dazu, genetischen sozusagen Krankheitsverhinderer, ja, dazukommen und so weiter. Also kurz gesagt, das wären so meine drei spontanen Top-Tipps, um ein wirkliches Zukunftsbild im Bereich von Digitalisierung zu kriegen. Vielen, vielen Dank. Also da komme ich nochmal auf dich zu, die rufen wir dann zusammen an. Okay. Sven, ich denke, unsere Zuhörer werden bis jetzt dir aufmerksam hingehört, also nicht zugehört, sondern hingehört haben und werden jetzt auch verstehen, warum ich das mache, was ich jetzt mache. Denn ich möchte dir in diesem Podcast, habe ich auch noch nie gemacht, wir haben jetzt fast 1000 Folgen produziert, den Genius Alliance Award verleihen 2021 zum Thema Digital Leadership. Einfach deshalb, weil ich das so extrem wichtig finde, was du tust und wie du es tust. Also, dass du eben nicht nur darüber redest, sondern dass du auch aktiv was dafür tust, Menschen miteinander vernetzt, dich selbst natürlich auch nicht nur von der Zeit her, auch finanziell investierst. Und deswegen überreiche ich den dir hier per Voice und schicke dir den auf den Postweg natürlich zu. Oh, vielen Dank, da fühle ich mich wirklich, wirklich geehrt, weil du redest ja tatsächlich, also du bist ja einer derjenigen, die wahrscheinlich mit den meisten geredet haben, ja, irgendwie und tatsächlich einen Überblick hast über das, was da passiert. Da fühle ich mich wirklich, wie soll ich sagen, geehrt. Also da sind wir so ein bisschen, da sind wir echt auf derselben Wellenlänge, glaube ich, weil tatsächlich Digitalisierung das ist, was das Leben unserer Kinder prägen wird. Und wenn wir es nicht in unseren Kopf hineinkriegen, daraus, aus diesem, was da passiert, aus diesem Digitalen, was da passiert, ein positives Zukunftsbild zu prägen und ein Bild zu prägen, was heißt, unsere Kinder werden länger leben, sie werden gesünder leben, sie werden bessere Möglichkeiten haben, sich als wir, ja, sich selbst selbst zu entwickeln, selbst zu entfalten. Sie werden mit selbstfahrenden Autos fahren, das wird kostenlos sein, ja, ihre Freiheitsgrade werden sich erhöhen. Also wenn wir es nicht schaffen, dieses Positive, was in dieser Digitalisierung drinsteckt, zu einem echten, super positiven Zukunftsbild zu machen, dann sind wir auf dem falschen Weg. Aber da du dich so interessierst und vielen Dank dafür, sind wir schon mal, also du auf jeden Fall mit der Genius Alliance auf dem richtigen Weg. Und ich freue mich da auf diese Weise dazuzugehören.
Schön. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Also ich finde es echt toll, dass du dir die Zeit genommen hast, auch so unkompliziert hier mit mir darüber zu sprechen. Und ich glaube, auch als Eltern haben wir einen Auftrag. Ja, bin ja selber Papa von mehreren Kindern und deswegen finde ich es einfach total wichtig, dass wir das tun, was wir tun. Ich würde gern das Schlusswort mit einer letzten Frage an dich übergeben. Wenn es eine Sache auf dieser Welt gäbe, die du verändern dürftest, was wäre das? Ich würde Ach, jetzt gibt es zwei Sachen, ich schweige gerade, weil es zwei Sachen in meinem Kopf gibt, die gegeneinander streiten, sozusagen. Ja. Ich würde, wahrscheinlich würde ich mich dafür entscheiden. Ich habe das vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Ich würde als Pflichtfach in die Schulen sofort einführen, dass es das Fach Zukunft gibt. Ich würde als Pflicht sehen für jeden Menschen, für jeden Schüler, dass wir lernen, dass die Schüler lernen, dass Zukunft nicht zufällig kommt und dass sie lernen, dass Zukunft nicht von anderen gestaltet wird, sondern dass man selber seine Zukunft in die Hand nehmen kann. Dafür gibt es Tools, dafür gibt es Methoden. Das ist kein Dirty Chucker-Zeug sozusagen, sondern das ist Wissenschaft. Und selbst wenn man mit Wissenschaft, also jetzt, wenn man nicht studiert hat, kann man diese Methoden, kann man runterbrechen, die kann jeder anwenden, die könnte man in der Schule lernen. Und wenn jedes Kind sozusagen lernen würde, jeweils für die nächsten 5 oder für die nächsten 10 Jahre sich ein Zukunftsbild, ein lebenswertes, ein erstrebenswertes, ein bestmögliches Zukunftsbild zu machen und dann den Weg dahin, dann hätte jeder in seinem Leben permanent die Möglichkeit, sich auf ein besseres Leben zu freuen und daran zu arbeiten. Und da wir das nicht können, gibt es dieses ganze scheiß reaktionäre Zeug in diesem Land, was immer nur rückwärts gewandt ist und was aus Angst besteht, dass die Zukunft eben nicht besser wird, weil wir es den Leuten nicht beigebracht haben, selber sich eine positive Zukunft zu entwickeln. Also kurz gesagt, ich will das jetzt um Gottes Willen nicht sprengen. Ich könnte da eine Stunde drüber reden und könnte mich wirklich in Rage reden, weil mich das aufregt, dass das kann doch nicht wahr sein, ja, dass die in der Schule irgendwie alles über die Geschichte wissen, aber nicht lernen, wie man souverän und kompetent seine Zukunft in die Hand nimmt. Naja, ich mache es kurz. Also das verpflichtende Fach Zukunft würde ich in jede Schule einführen. Schön. Lieber Sven, vielen Dank für deine Zeit und für unser Gespräch. Sehr gerne, hat mir einen großen Spaß gemacht und vielen Dank für den Award. Ist mir eine große Ehre.